Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und wir stehen hier in der Wüste und haben schon, naja, nicht viel geschafft. Zumindest mal die Eisenplatten und der Beton wird automatisch gemacht. Das ist gut, dass wir nicht so oft hin und her fahren müssen mit dem Zug. Dann steht hier schon eine halbe Produktionslinie für Stahlbahnen, ne, Eisenbahnen. Aber jetzt müssen wir doch zurück mit dem Zug. Weil uns die MK4-Bänder ausgehen. Das sind hier die. Moment, genau. Die Stahlbetonträger. Das wär zu aufwendig, die hier zu machen. Deswegen hole ich da gleich alles, was ich habe. Oder was die Taschen hergeben. Gut, wo ist der Zug? Der kommt. Oh, das dauert noch ein bisschen. Kann ich schon mal entmüllen. Aber eigentlich, ja, sowas kann halt weg. Ich denke sowas auch. Ja, und das war's dann auch schon. Sowas. Gut, was soll's. Kann ich das irgendwie ausstellen, dass mir das nicht ultra lange angezeigt wird? Oben in der Leiste oben. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Das ist ein bisschen nervig. Moment, jetzt vielleicht? Ja. Nee. Scheiße. Also oben habe ich wahrscheinlich immer dran, keine Ahnung. Gut. Dann Abfahrt. Los. Ist halt doof, dass wir jetzt so viel Zug fahren müssen, aber ich kann es leider nicht ändern. Das ist schon auch ein ganz schönes Stück, so ist es nicht. Aber wir werden uns jetzt mal die Waffe machen. Das ist nämlich, seitdem die Tiere immer weglaufen, ganz schön mühselig. Boah, es hat mich beinahe. Boah, was geht denn hier ab? Beinahe die Mauer runtergekickt. So, die will ich dann auf jeden Fall noch holen, die Festplatten. Ich will alle Festplatten holen. Bin mir nicht sicher, wie weit ich von meiner Sprengstofffabrik bin. Sieht auch geil aus. Dass ich abspringen kann. Oh, das könnte ich wegsprengen. Müsste ich auch machen. Obelisken. Und Nobelisken, wie die heißen. Ja. Und hier irgendwo war eine lila Schnecke, kann das sein? Da ist eine Abschnittstelle.
Und du hast die lila Schnecke. Sollte ich mal in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Junge, was für ein Weg. Da ist die lila Schnecke, die hole ich mir jetzt. Ach du Scheiße. Das ist jetzt dumm, weil ich den Abwurfsprung nicht habe. Da hinten ist der Zug erst. Okay. Aber ich glaube, hier irgendwo müsste auch die Fabrik sein. Schwarzpulver. Oder? Also der Kampf wäre früher viel gefährlicher gewesen. Gehe vier Stück. Das wäre echt heftig gewesen, aber jetzt... Easy. Gut. Bisschen getäuscht. Ist doch noch weiter als gedacht. Und da ist Gift. Ach, das ist die Stelle da, wo ich nicht... Welche Dinger nicht habe, aber vielleicht habe ich es ja jetzt. Ja. Aber 138 Megawatt, die habe ich nicht. Lol. Ganz schön viel, 138 Megawatt. Ja, ja. Ja, war doch noch weiter. Als ursprünglich gedacht. Mann, der Autosave. Schwierig nicht gemacht. Genau, hier war überall Gift. Gott sei Dank muss ich die Strecke nicht verlegen, während die Tiere da waren. Der Bug hat es mir echt leicht gemacht damals. Damals, ja. Paar Wochen oder so. Genau, hier ist schon mein Kohlekraftwerk. Da hinten ist die Schwarzpulverfabrik. Und da kommt der Zug wieder mir entgegen. Nice. Nicht schlecht. Läuft doch alles. So, ich nehme mal 2 Stacks Schwarzpulver mit. Weiß nicht, ob ich die brauche. Keine Ahnung. Gut. Schaut eigentlich hier aus. Leer. Und unten. Also wenn der auch schon leer gezuzelt wird langsam, dann wird's hässlich. Bahnhof müsste hier irgendwo sein, beziehungsweise der, ja doch, der LKW-Bahnhof. Hier. Nee, hier schaut es echt gut aus noch. Der ist fast voll, ja. Sehr gut. Gut. Jetzt möchte ich mal schauen wegen einer Waffe. Und dann hole ich mir ganz viel Stahlbetonträger.
Die Forschung müsste eigentlich auch schon wieder zu Ende sein. Also, ich verpasse die Meldung immer, oder? Es gibt einfach keine. Ich habe gar keine gestartet. Das ist natürlich das Dümmste. Jetzt kann. Oh nein. Jetzt kann ich die Waffe nicht machen. Okay. Das heißt, ich brauche. Wo bekomme ich eigentlich Gewehrmunition her? Die ganz normale. Ach so, da mit 50 von diesen rauchschwaches Pulver, was auch immer. Wie bekomme ich das? Ach, das muss ich mit. Ach fuck, off. Ey, Scheiße. Ich brauche hier Flüssigkeiten dazu. Ach nö. Hier geht auch gar nichts mehr. Warte, ob wir das gut machen. Na, fuck, das war jetzt dumm. Naja, egal. So, das sollte reichen. Dann mache ich die eine Schnecke noch. Dann hau ich. Genau. Doof wäre es halt natürlich, wenn ich die dann brauche, mal irgendwann für eine Abschlussstelle. Gut. Und das wird das halt voll gemacht mit dem hier. Stahlbetonträger. Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was wegschmeißen. So unnötige Sachen wie das hier. Und ich brauche auch noch so viele Stacks davon. Gut. Dann kann das große Bauen jetzt endlich beginnen. Hoffe ich. Jetzt ist es auch hier voll gelaufen. Nice. So, ein Stack bleibt hier. Ne, zwei Stacks bleiben hier. 1700. Ich brauche noch ein bisschen Treibstoff. Da habe ich gar keinen Container gebaut, kann das sein? Oder? Doch. Gut, jetzt wird hier alles auch mal konstant beliefert. Das finde ich sehr gut. Aber staut sich halt noch nicht auf, oder? Oh, ein bisschen, doch. Was? Gummi ist voll, der Treibstoff ist auch voll. Lol. Heftig. Da, wo ist der Zug? Kommt der gerade zurück quasi? Ja. Dann fahren wir mit dem wieder zurück. Was ist hier drin? Ja, das war dieses. Ja, ich weiß schon. Gut. Muss ja langsam sogar mal hier Computer und so voll gelaufen sein. Was kommt hier eigentlich zu wenig an? Läuft gut. Läuft einfach durch. Passt.
Ja gut, schon vollgelaufen, sind wir weit weg, aber das sind schon echt viele. So, vielleicht erwische ich ja den Zug jetzt. Oder ich erwische ihn auf jeden Fall. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. So rum. Möp, möp, aber da oben fährt er schon. Ich sehe ihn schon. Ne, sehen. Also oben auf der Karte sehe ich ihn. Ziemlich schnell. Das heißt, er ist in der Nähe. Oder auch nicht. Komisch. Da kommt er ja. Nice. So, du machst aber deine Animation jetzt nicht, wenn der leer ist, oder? Nein. Aber er wartet die Zeit ab, kann das sein? Oh, komm schon. Nee, er wartet nicht so lange. Gut, dann heißt es jetzt erstmal nicht im Gift sterben. Und nicht hängen bleiben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Auto save. Ach, fuck off, ey. Scheiße. Mist. Och nö. Jetzt muss ich das alles laufen oder wie? Das dauert ja ewig. Gut. Hilft ja nichts. Scheiße. Ja, vielleicht finde ich ja nebenbei ein paar Schnecken und so. Ach, Menno. Obwohl ich keinen Platz für Schnecken habe. Aber Absturzstellen könnte ich finden. Da muss ich irgendwas wegschmeißen. Richtig. Und das war zu dumm gerade eben. Aber man kann halt, glaube ich, auch nicht. Also man kann schon einsteigen, aber dann muss man selber fahren. Und ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn man dann so einen Fahrplan irgendwie mit einsteigt. Ja, und sonst so. Ach ja, ich laufe die Schienen hinterher. Leicht dumm. Aber jetzt kann ich wenigstens diese eine Festplatte holen. Und, also nicht die. Und die lila Schnecke, die eine. Da habe ich halt zwei Plätze frei, aber wurscht, das bekomme ich schon irgendwie hin. Wenn ich es finde, wieder. Oh, das war hier oben irgendwo, glaube ich.
Hier ist eine gelbe Schnecke. Ja, eigentlich schon geil und wichtig, aber Inventar voll. Oh, das war dumm gewesen. Forschung abgeschlossen, nice. So, dahinter war das, glaube ich, irgendwo. Kann das sein? Oder war das noch über den Fluss da drüber? Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Hier unten auf jeden Fall eine Abschussstelle. Und da ist die Schnecke. Ich glaube, ich gehe erst zur Schnecke. Drüben ist auch eine lila Schnecke. Halt. So, was schmeiße ich weg? Irgendwas Sinnloses. An dich schmeiße ich weg, weil... Sonst wirst du wieder an der Karte angezeigt irgendwie und da habe ich... Oh, das sind zwei solche Dicke. Jetzt bin ich gespannt, ob die kämpfen können. Nein. Sieht aber cool aus. Also, ich weiß nicht, Gas fickt voll rein und Strahlung jetzt irgendwie nicht so. Keine Ahnung, ob das halt sein soll. Autosave, ey, ohne Witz, langsam geht er mir echt auf den Keks. Und die Biester sind aus der Hölle. Gut. Zeit zum Öffnen, passt. Brauche ich halt nochmal einen Platz. Ja, die Munition weg. Kann ich natürlich gleich Forschung anschauen und gleich die nächste reinhauen. Also, mit dem Motor, wer macht denn sowas? Dann mache ich das. So richtig geile Sachen waren aber auch schon lange nicht mehr dabei. Gut, hier gibt es nichts zu holen, Platinen. Ja, nichts Besonderes. Und das ist der Zug, nice. Gut. Na, perfekt. Die habe ich schon. Da ist eine Schnecke, eine blaue, aber eine blaue. Ich habe einfach keinen Platz, das ist das Problem. Abstützen auch noch, warum ich nicht einfach auf den Schienen laufen kann. Ja, deswegen, wir haben Gift. Sehr mühselig jetzt gewesen hier alles. Aber immerhin Schnecken gefunden, also eine lilane Schnecke, eine wichtige. Da ist ja wieder eine gelbe drin. Ja, was soll's.
Boom. Ja, mit der Schnecke. Einen Platz habe ich noch, glaube ich. Genau. So, da oben ist eine blaue. Für dich habe ich leider keinen Platz mehr. Ja. Aber da war noch eine Abschnittstelle. An der Kante zur Wüste. Im Gas. Die könnte ich mir eigentlich noch schnell holen. Muss ich gleich wieder was wegschmeißen. Ich mach das jetzt so. Ich hole mir die blaue Schnecke da unten. Die blaue. Mein Farbenblind bin ich auch schon. Also sowas findest du ja wirklich nur durch Zufall, oder? Anders geht's ja gar nicht. Da oben wäre nochmal eine blaue. Heftig, 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 heftig. Genau, hier ist eine Abschlussstelle. Und die habe ich nicht geholt gehabt. Das mache ich jetzt so. Produziere die schnell. Also die Schnecken produziere ich schnell. Auch schon wieder 9 Stück. Cool. Und dann heile ich mich fix. Und dann geht's da runter, mal kurz ausspenzen, sind da irgendwelche Tiere, ich sehe keine. Ich will kommen auch wieder hier hoch, glaube ich. Ja, wird schon irgendwie gehen. 10 Megawatt, das bekomme ich hin. Da liegt ein totes Tier. Kann es sein, dass die da auch anfällig darauf sind? Auf das Gas? Das wäre dumm. Oder? Wichtig, Festplatten, alles andere ist wurscht. Tatsächlich, es ist einfach gestorben beim Herlaufen. Durch das Gift. Gott sei Dank habe ich noch ein paar Eisenplatten gefunden, verstärkte, weil... Die wären mir jetzt ausgegangen. Gut, die hätte ich mit der Hand machen können, aber... Gut. Hier, das schaut schon echt geil aus hier. Ich bin immer so auf die Suche nach einer Festplatte, aber das ist hier in dem Gebiet gar nicht so leicht, weil alles irgendwie diese gleichen Farbtöne hat. Aber vielleicht entdecke ich ja mal aus dem Augenwinkel was. Pass auf, die Schnecken sind mir echt gut. Ganz schön heftig. Alles die gleiche Farbe hier. Farbtöne. Da oben ist eine lila Schnecke. Da könnte ich rüber, oder? Überschätze ich mich jetzt komplett. Zumindest mal hier, das geht. Perfekt. Dann komme ich hier auf die Ebene und dann hoch. Ja. Da fährt der Zug schon wieder. Also wir haben es echt lange gebraucht.
Aber Haufen Schnecken. Hier wäre auch noch mal eine. Ich hol mir dies auch. Unser Moment, Moment, Moment. Brauche ich die halt alle? Das ist das nächste. Ich fliege es mal darüber. Dann hole ich mir die noch. Und dann, ich will ja auch mal irgendwann vorwärts kommen. Da hinten ist übrigens noch eine gelbe Schnecke. Und da auch. Und da ist eine Abschnittstelle. Nice. Ich bewaffne mich mal. Nicht genug Platz. So, dann fliegt jetzt noch mal irgendwas raus. Oder so. Da ist auch noch eine. Cool. Braucht die 20 Megawatt haben wir auch. Geil. So, hier war noch irgendwo ein Steck. Habe ich jetzt noch einen Platz? Nein. Dann hole ich mir die blauen, ist auch noch. Was soll's? Wenn ich immer vorbeilaufe, ist auch dumm. Hier ist sowas kann weg. Hier ist was zum Sprengen. Sprengen finde ich immer gut. Boom. Oh Mann. Angst. Autosave schon wieder. Ah, hier Strahlung, okay. Heftig. Aber nicht an allen Stellen. Ach, das war bloß der Stein da hinten. Hier ist ziemlich dunkel, warte mal. Irgendwie gab es eine Taschenlampe. Ja, mit B. Ach, nicht genug Platz für die scheiß Pilze. Dann nicht. So, hier noch. Das ist ja ein Schneckenparadies hier. Eigentlich auch ein Spinnenparadies. Ich will sie aber nicht herbeischwören und ich vermisse sie auch nicht. Mähenforschung abgeschlossen. Nice. Ja gut, ich möchte aber jetzt nicht zu krass jetzt in die Höhle reingehen. Wo ist die Schnecke da hinten noch und dann gehe ich wieder zurück. Habe ich halt wieder gar nichts geschafft. Da ist auch noch eine Schnecke. Das heißt gar nichts geschafft, das ist auch falsch, aber. Ja, nichts Produktives. Schnecken, Festplatten, ja, das ist schon eigentlich cool, aber. Und ich habe jetzt endlich die Stahlbetonträger da. So. Hier war auch noch eine, genau. Da unten auch noch, die hole ich mir auch noch. Dann ist es irgendwann mal gut. Ja, der will nicht sterben. Doch, jetzt. Hat ganz schön viel ausgehalten. Gut, da gehe ich von da oben hin. So. Ein Hinterhalt. Und trotzdem sind die schneller als ich. Eisviecher. Und Spinnen. Uah.
Gut. Jetzt kann ich gleich mal in die Forschung noch reinschauen. Stahlbahn ist sehr gut. Was ist das? Verdichtete Kohle. Könnte ich mal machen, ja. Gut, nächste Festplatte rein. Haben wir noch zwei Stück. Cool. Er läuft schon wieder von alleine. Ich mache nichts. Das ist. Keine Ahnung, was da los ist. Da hinten ist noch eine Schnecke, die hole ich mir. Die habe ich irgendwo gesehen. Ich höre ekelhafte Sachen. Okay, jetzt sehe ich die Schnecke nicht mehr. Naja, gut, dann ist es halt so. Da ist sie. Endlich wieder fast zurück. Man sieht schon da oben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt es da oben irgendwas Besonderes, wenn du da oben stehst? Nö. Deine Existenz ist nutzlos. Wenigstens ein bisschen, was will ich noch machen? Gut. So, da wollten wir eigentlich schon vor Ewigkeiten wieder sein. Lell. Aber in der Höhle waren wir schon, oder? Ist es noch eine Höhle? Ne. Manchmal ist das halt so in dem Game. Da wird man von Zügen abgeschmissen und ja, und so weiter und so weiter. Gut, aber jetzt sollten wenigstens ein Haufen Eisenplatten und ein Haufen Beton da sein. Was geht das los? So. Also, da darf ich jetzt keinen Fehler machen, weil sonst werde ich ja nie fertig. Na, wie viel noch? Hammer gleich, passt perfekt. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Vor allem, wenn ich damit so viel Bändern da hoch muss, dass es kein Knoten wird. Das wird spannend. Am Sturm seid ihr ja schon alle, gell? Habt ihr auch schon alle Rezepte? Ja. Wenigstens das habe ich schon gemacht. Oh Mann. Ja gut, aber wenn das dann abgeschlossen ist, hier das Projekt, dann sollten wir für eine ziemlich lange Zeit keine Ressourcenprobleme mehr haben, weil einfach alles da ist. Kann sein, dass ich dann hin und wieder mal irgendwie was brauche oder ummodeln muss, aber ich muss jetzt nirgendwo mehr hin und mir Erz ranziehen oder so. Das ist alles dann da. Das ist eigentlich ziemlich geil. Das beschleunigt dann alles. Ich habe halt auch keine Ahnung. Also, wenn das hier fertig ist, ist auf jeden Fall Priorität Nummer 1 der Weltraumlift. Dass der schon mal voll läuft, weil sonst haben wir nichts mehr zu tun. Das wollen wir ja nicht. Jetzt sind dann die Kabel im Weg. Weil 2500 solche. Keine Ahnung, was es ist. Dauert auch seine Zeit.
Bomben haben die alle, oder? Ja, richtig. Dann bin ich gespannt, wie ich das jetzt mache. Ich glaube, ich fange bei der Zugstation ganz vorne an. Macht das Sinn? Oder immer den kürzesten Weg? Hat aber auch keinen Sinn, oder? Dass ich sag, da müssten jetzt halt bald jede Menge rauskommen. So. Die Eingänge sind auf der anderen Seite, kann das sein? Ja. Mist. Darf ich hier alles auskleistern? Ich würde gerne mal trotzdem nur ganz kurz rüberschauen. Ich brauche hier auf jeden Fall noch eine Reihe. Oder? Nee, es wird schon gehen. Gut. Dann würde ich sagen, Autosave, perfekt. War's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.